Was kommt eigentlich raus, wenn man Warum ist Fendt bei Google oder einer anderen Suchmaschine eingibt? Warum ist Fendt eigentlich besser als John Deere? Fendt versus John Deere ist scheinbar der Markenkonflikt unter den Landwirten schlechthin. Ich bin ja Team Fendt, genau wie unser Host Philipp, aber Michel dagegen ist ja Team John Deere. Ach, und übrigens, wusstet ihr eigentlich, dass John Deere und Fendt sich jedes Jahr ein krasses Rennen liefern in Sachen Zulassungszahlen? Aber mal ganz ehrlich, beide Marken haben ähnliche Modelle mit fast den gleichen Funktionen. Daher denke ich, ist es eher Geschmackssache, was man fährt. Welche Marke fahrt ihr am liebsten? Schreibt es mir in die Kommentare. Leute, wenn ihr auf Trecker steht, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal 100 Hektar Heimat.